Reinigen Sie die Leber in 3 Tagen. Heute zeige ich Ihnen ein natürliches Rezept zur Reinigung der Leber. Speichern Sie dieses Video für später, damit Sie es nicht verpassen. Zuerst brauchen wir kaltes Wasser in einer Schüssel. Fügen Sie einen Teelöffel Backpulver hinzu. Gut vermischen. Aus welcher Stadt schaust du dir das Video an? Sag es mir in den Kommentaren. Geben Sie 2 Zitronen ins Wasser und stellen Sie es beiseite. Nehmen Sie 2 Knoblauchzehen und schälen Sie sie. Seelen im Knoblauch ist sehr gut zur Reinigung der Leber geeignet und kann auf natürliche Weise Giftstoffe aus Ihrem Körper ausspülen. Knoblauch hat die Fähigkeit, Bakterien, Pilze, Viren und Parasiten zu bekämpfen. Den gesamten Knoblauch in kleine Stücke schneiden. Geben Sie den gesamten gehackten Knoblauch in eine Schüssel. Jetzt hol die Zitronen zurück und wasche sie gut. Die Zitronen in Stücke schneiden. Zitronensaft kann Leberschäden reduzieren, verhindern und behandeln. Die Zugabe von Zitronensaft zum Wasser kann helfen, die Leber anzuregen und auszuspülen. Zitrone enthält viel Vitamin C und stärkt Ihr Immunsystem. Schneiden Sie nun die Zitronen in sehr kleine Stücke. Geben Sie alle kleinen Zitronenstücke mit dem Knoblauch in dieselbe Schüssel. Fügen Sie 125 ml Honig hinzu. Honig wird mit der Verbesserung der Lebergesundheit in Verbindung gebracht. Es kann Ihre Leber schützen. Lassen Sie es 7 Tage lang stehen. Nach 7 Tagen ist es einsatzbereit. Essen Sie morgens oder abends 1 Stunde vor dem Schlafengehen einen Esslöffel und seien Sie glücklich. Wenn Ihnen meine natürlichen Rezepte gefallen, folgen Sie mir bitte für mehr.